Ja, das. Ich kann das. Ja, total. Ja, richtig gut kann ich quickscopen. Den habe ich gequickscoped. So. Haben wir jetzt wieder die ganze Mission versaut? Nein, aber ich sehe den Typen da. Aua, er hat mich geschossen. Er hat auf mich geschossen. Sag ihm, soll aufhören damit. Das tut weh. Ist der tot? Moment. Ich glaube, der ist tot. Geh mal lieber auf Nummer sicher und wirf nochmal ein paar C4 rein. Ja. Ich war mir halt nicht sicher. Ich glaube, ich habe auch gerade noch einmal einen gesehen. Echt? Ja, aber ich habe ihn da. Wow, das war perfekter Quickscope. Was tut das? Mensch, da kann ich mich nicht konzentrieren. Alter, ich versuche doch nur das Quickscopen zu üben. Ja, aber nicht an mir. Warum nicht? Sind ja nicht genug Gegner da? Ich konzentriere mich gerade darauf, die Gegner zu finden und Quickscope mich mein eigener Teamkamerad. Toll. Gute Arbeit. Genau. Töte dich selbst. Ciao, das mache ich mit dir. Da siehst du, das kriegst du von mir. Das ist dein Lohn hier. Achso, du lebst ja noch. Ja, hier. So, noch eins, ne? Willst du noch eins haben? Kannst du haben? Hier, nimm. Ich da, schau. Lebt die ganze Zeit. Okay, warte. Aber jetzt kann ich dich nicht mehr messern, was ich eigentlich vorhatte. Lustig. Oh Mann. Na! Was? Okay. Komm, jetzt ganz normal. Leute, das ist die fälligste Mission überhaupt eigentlich. Ja. Also die sollte eigentlich total episch aufgezogen werden. Wir haben uns hier so eine tolle Story ausgedacht. Hätten wir wie im Film quasi die einzelnen Charaktere hier synchron gesprochen, hätten daraus einen richtigen Action, einen Psycho-Thriller gemacht, ja. Sicher. Aber nein, wir haben leider heute einfach nicht, sind wir nicht richtig inspiriert. Das heißt, tut mir leid, Leute. Das, das ist alles, was ihr halt sehen würdet, oder? Hey. Pass auf, ich messer dich jetzt. Du lebst noch, ne? Ja. Oh, richtig in den Arsch. Das erinnert mich an diese alten Pistol- und Quickscope-Battles, die der Jay und ich immer aufgenommen haben. Ja, das war noch Zeit. Die alten Zeiten, ne? So, da hinten sind doch auch irgendwo Gegner. Aber ich sehe keine. Früher da auch immer alles besser. Ah doch, da sehe ich einen. Bam! Gute Nacht. Oh fuck, ich habe eine Granate geworfen. Sehr schön. Hast du sie alarmiert? Ja. Oh ja, gute Arbeit. Ja, was brauchen wir überhaupt schleichen? Nein, wir... Eigentlich mag ich es, wenn zwischendrin mal Stealth-Missionen reingeschmissen werden. Aber irgendwie fände ich das jetzt zu langweilig, ich weiß auch nicht. Erwischt. So, ja, ich glaube, es ist eh vorbei, ja. Wir können weiter. Moment, da sind es hat sogar eigentlich was gebracht, weil wir haben die alle aus ihren Verstecken rausgelockt und haben sie dann so einer nach dem anderen. War gute Taktik, gute Taktik. Ja, sicher. Wir können es einfach mal als Taktik tarnen, damit die Leute denken, wir hätten irgendwas. Ich habe dich getroffen. Lol. Was? Okay, das war sau nice. Das war ein 360 No-Scope Überschit-Killer. Hört ihr bitte! Bitte! Nein! Nein! Oh fuck! Fuck, nein! Warum tue ich das? Warum tue ich das? Dein schlechter Einfluss. Schön. Komm schon. Nein! Ja! Nein, ey. Okay, nein, jetzt ernsthaft. Der Rest, den schafft man ernsthaft, oder? Na sicher doch. Das ganz ernsthaft, ohne irgendwie Trollings. Ja. Ich hab damit gerechnet, ich wusste. Gleich nach dem Satz ganz ernsthaft, ohne Trollings kommt ein Troll. Das wusste ich. Ich wusste es einfach. Ich hab's in meinem Herzen hab ich's gespürt. Aha. Ja. Die Mission dauert noch ein bisschen länger, ne? Nö, das sind ja bloß noch 138 Meter. Ach, ich gehe hoch und Sniper weg. Ja. Oder willst du snippen? Ne, passt schon. What the fuck? Die Typen in dem Spiel können alles nur nicht richtig Leitern hochsteigen.
Wow. Puh. Okay, nachladen. Quickscope! Moment, das war nicht wirklich Quick, das war mehr so ein Dragscope. Das ist Dragscope? Das ist ein Dragscope, oder? Ein Dragscope. Ich glaube, die sind weg. Wir können weiter. Okay. Ja, ich würde so gerne in diesem Spiel Leitern wieder runtergehen, aber nein, das können sie natürlich nicht. Jetzt darf ich natürlich sterben müssen. Aua! Nein. Ha! Ich habe gewonnen. So. Bam. 360 Quickscope Battle! Komm. Nein. Was? Oh, fuck, ich wollte dich messern. Dann müssten wir die Mission schon wieder von ganz von vorne starten. Ja, jetzt machen wir das mal hier durch. Ja, natürlich. Save the house. Ah, schön. Ich kann's nicht lassen. Aber ist das nicht so eine Mordserie? Also nee, Quatsch, nicht Mordserie, ich meine damit so eine Krimiserie, eine Mordserie. Kennst du die Krimiserie Mord ist ihr Hobby? Ja, keine Ahnung, sie kann es nicht lassen. Ist es nicht irgendwie gut gemacht? Was die ganzen Gegner auf uns aufmerksam gemacht. Zarte Arbeit. Gut. Das war nicht mal meine Absicht. Oh, ich wollte auch nur ein bisschen verminen. Okay. Bisschen verminen, ja. Und den letzten, der wird getactic-knifed. Wo ist der letzte? Da. Getactic-knifed. Okay. Okay, ich versuch's jetzt wirklich. Ernsthaft. Ja, Freunde, das wird heute nichts mehr. Das kann ich euch prophezeien. Obwohl, es kann vielleicht noch was werden. Ich rush mal vor und kill ihn. Oh Mann! Dich wollte ich jetzt echt nicht erwischen. Ich sag mal nichts. Das war nicht ich. Ach, tatsächlich. Ja, oh, das war es echt nicht du. Das war echt nicht ich. Das glaube ich jetzt echt nicht. Das ist ein Wunder ist geschehen. Ich wurde von jemand anders getötet als von dir. Okay. Von einem Gegner. Von einem Gegner wurde ich getötet. Nicht von meinem Teamkameraden. Hat der zufällig drei Schaden gemacht? Was? Hat der drei Schaden gemacht, der Gegner? Und das in der dritten verdammten Section. Ja. Ja, stimmt, wir sind in Charlie. Ich meine, wer hat dieses Piece of... Was haben sie sich dabei gedacht, dass sie dieses Piece of Shit programmiert haben? Nicht auf mich feuern! Wir sind Partner! Wow, was? So, du bist tot. Was? So. Okay. Das wird. Nein, der lebt noch! Ich wollte den töten eigentlich nur. Ach so. Aber du warst dann dazwischen gestanden. Genau. Ja. So sieht's aus. So und nicht anders. So wird's gemacht und nicht anders. Das ist mein typischer Standardspruch so. So, jetzt kommt davor. What the fuck? Warum bin ich gerade radioaktiv verseucht? Weil du in die radioaktiv verseuchte Zone gegangen bist. So, jetzt siehst du nicht Schilder? Du stehst immer noch hinter den Schildern. Echt? Okay, jetzt. Quickscope like a boss. Pass auf. Oh fuck, da sind sie zu zweit. Nein, voll daneben. Okay. Und der ist tot. Oder ist der tot? Nein. Jetzt ist er tot. So, wo kommen sie denn noch her? Da. Und da. Ah, nicht getroffen. Nein. So, du bist tot. Okay, jetzt sind sie tot. Flop. Das eigentlich dieses Flup, der Soundeffekt Flup passt vielleicht zu 3D 2D Jump'n'Runs, aber doch nicht zu einem 3D Shooter, oder? Nicht? Nee, nicht wirklich. Ah, Flup. Okay, dann mache ich zu viel Flups. Flup. So. Das ist schon wieder geschafft, nach 2 Sekunden auf dich aufmerksam zu machen, Mann. Ja, tut mir. Video Metal Gear Solid Snake oder wie das Spiel heißt. Oh ja, da bin ich voll der Boss drin, nicht? Echt? Nein, ich verkacke dem Spiel immer.
Dabei mag ich eigentlich Stealth, eigentlich. Boah. Bis du mal ein Let's Play davon machst, wie du dann Stealth machst. Ja, weil für ein Let's Play finde ich das irgendwie langweilig, ich weiß nicht. Ja, stimmt. Toasty, komm schnell her, komm schnell her. Was tun wir mit ihm? Toasty, komm her. Toasty. Was denn? Oh mein Gott, der robbt hier. Er ist gerade noch rumgerobbt und jetzt ist er tot. Nein, unser guter Freund. Nein, eigentlich war es ein Feind, aber wenn wir fair gewesen wären, dann hätten wir sie, hätten wir nämlich, keine Ahnung, zum Beispiel noch verarztet, dann hätten wir ihn zum Beispiel als Kriegsgefangenen genommen. Oh. Das ist eine Leiche misshandelt, nicht wahr? Während ich weggeguckt habe. Natürlich. Du weißt schon, dass das gegen die Genfer Konvention verstößt. Na gut, wir führen hier ja eh keinen richtigen Krieg, wir sind hier eher in einer Black Op, in einer schwarzen Operation. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie rassistisch bin oder so. Natürlich so heißt nicht. Das wirklich. Ja, klar. Meine Fresse. Willst du snipen? Nee, willst du nicht. Oh. Okay, reinrushen. Like a Baus. Oh, fuck. Das war mal wieder Boss-like. Was hast du eigentlich gemacht? Ich hab's nicht mal gesehen. Eine Claymore vor dem Gegner platziert. Ah, ich hab ihm in die Knie geschossen. Ich glaube, das hat ihm wehgetan. Also er hatte so ein schmerzverzerrtes Gesicht und kurz darauf war er tot. Ich glaube, das hat wehgetan. Ja. Wow. Fuck it. Ich glaub, der lebt noch. Wow. Oh mein Gott, ich hab ihn umgebracht. Nein, oh mein Gott. So. Das war schon wieder ein Verstoß gegen das Kriegsrecht, glaube ich, oder? Echt? Heißt das Kriegsrecht? Nein. Also, ist eigentlich Teabaggen erlaubt? Ich weiß nicht. Im echten Krieg? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, nein. Das ist ja nicht Achtung der Menschenwürde. Hm, okay. Mit einem Toten aufs Gesicht. Naja, du weißt schon. Haben sie doch bei den Nazis auch gemacht. Na gut, die Menschenrechte wurden erst danach, aber trotzdem. Oh. Meine Güte, ich dachte schon wieder, ich hätte Snipper gesehen. Und jetzt hatte ich gerade im Visier. Ah! Wow! Hab ihn. Okay. Oh, zweiter, hab ihn gesehen. Mach einfach mal großflächiges Snipen. Was tust du? Keine Ahnung, ich werde die ganze Zeit nur scheiße. Großflächiges Snipern. So, jetzt. Okay. Ach, ich bin schon wieder außerhalb der Dingensen-Zone. Schön vorsichtig vorrücken. Falls noch Sniper in der Nähe sind. Ja, genau. Warum kann ich mich nicht fortbewegen? So. Au! What the fuck, da ist so eine unsichtbare Wand. Da ist ein Sniper, da ist ein Sniper. Komm her! Nein! Fuck it! Wo ist der? Da ist er. Er ist tot. Du hast ihn? Ja. Oh, ich hörte dich. Da ist noch einer, verdammt. Ja, da ist noch einer. Weißt du, was jetzt richtig lustig wäre? Was? Wenn wir beide... Nein, ganz besinnig. Nein. Oh, schade. Das wär's gewesen. Neue Bestzeit. Was? Kann das sein, dass wir bisher diese Mission immer genauso gespielt haben, dass wir die nie ernst genommen haben irgendwie? Kann schon ich sein. Hab sie nochmal gestartet. Ja, nein! Noch mal gestartet. Ach ja. Schön. What the fuck, wie viel hältst du aus? Okay, was ist denn der nächste? Vorstoß und Sicherheit. Oh nein! Nein! Oh Gott, die war doch so schwer. Nein, das war, wo wir durch die Wand rein mussten. Ja. Ich fand die schwer, ja, natürlich machen wir die. Wir haben die bis jetzt bloß mit einem Schuss. Ah, ich hab's! Nein, die Mission, wo wir uns immer im Burger... Ah, ich weiß, ich habe die Mission durcheinander gebracht. Es gibt noch eine Mission, die heißt Innere Sicherheit. Und das ist die wir immer so gern... Also, naja, die so war, weißt schon. Ah ja, okay. Stimmt, da musste man Geschütze platzieren und das ganze Zeug. Okay. Ja, genau. Das war was anderes. Die eine haben wir nie wieder gespielt eigentlich. Ja. Ja.
Jetzt hat er gerade was kaputt gemacht. Oh ja. Rage Quit Number 2. Ja, da das ziemlich spannend für euch wird, Leute. Werde ich das natürlich alles mit drin behalten, wirst du. Baba. Hallo, na. Ich habe einfach irgendwie. Oh, das habe ich natürlich toll geschrieben. Hallo, Fragezeichen. Grüße! Grü, Fragezeichen I. Ne, Grüße. Hallo. Lol, so's. Hallo, na? Dingensen. Ich habe gerade eine sehr geistreiche Konversation mit Felix. Aha. Ja, nur so. Nice, was für eine. Welchen Inhalt ist? Also, ich habe geschrieben, Grüße, Kamerad. Aber hatte dabei Caps Lock an. Also, Grü, Fragezeichen E, Kamerad. Grü. Er hat dann Hallo, Fragezeichen geschrieben. Ich habe Hallo geschrieben. Oh, nice. Das ist also wirklich extrem viel Geistreichität. Oh, hast du. Oh, Cold Mirror hat ein neues Video. Was? Okay, Moment. Das muss natürlich. Das ist natürlich perfekt für ein Let's Play. Das musst du doch nicht. Nein. Das musst du nicht laut. Los Angeles Fan Meetup. Warum steht es bei mir nicht? Keine Ahnung. Hä? Dann ist es das von gestern, was du anscheinend noch nicht gesehen hast. Ach so. Auch schon wieder wirklich von gestern. Schlecht. Hey, du bist doch gar nicht mehr im Spiel. Oh ja, stimmt. Ich muss Wut. Du musst was? Beenden. Ich muss Wut beenden. Ah, okay. Ja gut, dann sag schon mal tschüss. Ach, ich sehe bloß das Video. Also, ja, das war mal wieder ein ziemlich lustiges Let's Play. Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Moment. Wo haben wir ihn denn? Da, Bester, der den ganzen Tag nicht da war, warum auch immer, keine Ahnung, wo er war. Genau, hier. Jetzt weiß ich wieder, was ich schreiben wollte. Okay, Doppel-Ü wahrscheinlich eher nicht. So. So. Ja, wir hören jetzt auch noch geistreiche Qualität eines Herren von Pusoniak. Leon Python. Ah. So. Bester schreibt eine Nachricht. Bester schreibt immer noch eine Nachricht. Bester schreibt immer noch eine Nachricht. Oh ja, das tut er. Bester schreibt mir eine Nachricht. Tschüss. Er hat dir eine Nachricht geschrieben. Ja, er hat mir Tschüss geschrieben. Achso, Ade, ja, Ade. Moment, wenn er den Zuschauern Tschüss schreiben soll, dann stimmt das eigentlich, was er gemacht hat, weil er hat mir Tschüss geschrieben. Jetzt müsste er sich selbst noch Tschüss schreiben, dir und dem Achtrafalger 808. Oh. Weil dann hat er alle Zuschauer abgedeckt, oder nicht? Mhm, stimmt. Okay. Bam. Ja, auf Wiedersehen, Leute. Euer Tassitscher. Tschüss. Ah, nee, dann.